Neue Hoffnung für Biffsi. Die 15-jährige Biffsi könnte bald wieder in Duisburg zu Hause sein. Der Petitionsausschuss des Landtags hatte dafür am Dienstag eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen. Laut Angaben der Stadt Duisburg liegt der Ball nun beim Bundesinnenministerium. Dieses müsste einen äußerst selten zum Tragen kommenden Paragraphen anwenden, damit die Familie Rana wieder nach Deutschland kommen darf. Die Entscheidung liegt nun also bei den Behörden. Volksbank Rhein-Ruhr kauft Wehrhahnmühle am Innenhafen. Die Volksbank Rhein-Ruhr investiert weiter am Innenhafen, nachdem sie die heutige Bankzentrale am Innenhafen 8 bis 10 im Jahr 2014 bezogen hatte, gab die Genossenschaftsbank nun an, auch die Wehrhahnmühle am Innenhafen gekauft zu haben. Als regionale Bank fördere und investiere man gern in das regionale Umfeld. Die im Jahr 1896 von der Familie Cohn erbaute Wehrhahnmühle bildet einen Teil der Geschichte Duisburgs. Im Jahr 1936, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, übernahmen die rheinischen Mühlenwerke Wehrhahn die Mühle. Bis in die 1990er Jahre wurde hier noch Getreide gelagert. Seit der Jahrhundertwende dient die Wehrhahnmühle als Ausstellungsfläche für Büro- und Gastronomieräume sowie Arztpraxen. Doppelausstellung zeigt Werke von Erwin Wurm. Das Lehmbruck-Museum und das Museum Küppersmühle präsentieren gemeinsam das Ausstellungsprojekt Erwin Wurm. Am Donnerstagabend ist die Eröffnung im Lehmbruck-Museum. Dort ist die Ausstellung bis zum 29. Oktober zu sehen, in der Küppersmühle bis zum 3. September. Der bekannte österreichische Künstler Erwin Wurm beweist in den Ausstellungsräumen seinen skurrilen Humor. In der Küppersmühle hat er beispielsweise die großen Wände mit einem 90 Meter langen grün leuchtenden Pullover in ein Kunstwerk umgewandelt. Das ist so paradox, das ist so irre, dass es schon wieder gut ist. Und man kommt ins Denken, ins Grübeln. Und man staunt. Und Staunen ist eine wichtige Voraussetzung fürs Leben, denke ich. Im Lehmbruck-Museum sind die sogenannten Drinking Sculptures zu sehen. Gesellschaftskritik, Grenzüberschreitungen und viel Humor erwarten die Besucher dienstags bis freitags von 12 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 17 Uhr im Lehmbruck-Museum und im Museum Küppersmühle. Duisburger Rathausgespräche thematisieren die Sprache der Politik. Am kommenden Sonntag finden im Rathaus die 18. Duisburger Rathausgespräche statt. Thema dieses Mal ist die Sprache der Politik. Geladene Gäste aus Politik und Forschung sowie Wissenschaft werden darüber diskutieren, welche Aufgabe Politikern heute zukommt, wie ihre Sprache, ihre Rhetorik, ihre Kommunikation sein muss, damit Bürger nicht manipuliert und gesteuert werden können, sondern mündig und wissend werden und bleiben. Treffpunkt ist um 11 Uhr im Rathaus am Burgplatz in der Innenstadt. Der Eintritt ist wie immer frei. Es wird lediglich um eine verbindliche Anmeldung gebeten. Experten geben Tipps bei Konflikten mit den Nachbarn. Grillgeruch, Lärm und wuchernde Hecken bieten gerade in der Sommerzeit viel Konfliktpotenzial. Hier können Schiedsexperten helfen und Konflikte ohne Einschaltung des Gerichts oft viel kostengünstiger und schneller klären. Interessierte können sich dazu jeden ersten Donnerstag im Monat Rat von aktiven Schiedsleuten holen. Auskunft gibt es morgen in der Zeit von 12 bis 14 Uhr. Als Experten stehen erfahrene Schiedsmänner und Frauen des Justizministeriums zur Verfügung. MSV Duisburg verpflichtet neuen Stürmer. Der MSV Duisburg bekommt Zuwachs in der Offensive. Das Team hat mit Boris Taschi einen neuen Stürmer für die Zebras dazugewonnen. Der 23-Jährige hatte zuvor beim VfB Stuttgart gespielt und nun den Vertrag für mindestens 2 Jahre beim MSV unterschrieben. Laut Trainer Ilja Gruev bringe Taschi technisch alles mit, was ein Top-Stürmer brauche.
Es wird schwül in diesen Tagen in Duisburg. Heute war es vereinzelt bedeckt. Das Thermometer schwankte zwischen Temperaturen von 16 bis 26 Grad. Der morgige Tag startet sonnig. Am Nachmittag macht sich dann wieder eine Wolkendecke breit. Und die Regenwahrscheinlichkeit nimmt im Laufe des Abends weiter zu. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 27 Grad. Erst am Freitagnachmittag lockert die Wolkendecke auf. Am Vormittag sollte man mit Gewitter und Schauern rechnen. Auch hier sind Temperaturen von bis zu 27 Grad möglich. Am Samstag wird es besonders schön. Das Thermometer steigt auf Werte von bis zu 30 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Auch in diesen Tagen gibt es im Duisburger Stadtgebiet Geschwindigkeitskontrollen. Vorsicht walten lassen sollten Sie morgen vor allem auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Marxloh und auf der Steinstraße in Overbruch. Zudem behindern Baustellen die freie Fahrt. In Bruckhausen wird der Verkehr an der Kreuzung Dieselstraße-Ecke-Schulstraße behindert. Arbeiten an der Fußgängerampel machen eine Durchfahrt zwischen diesen Straßen unmöglich. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch bis Mitte Juli andauern. Weitere Umbaumaßnahmen an Ampeln führen zu einer Baustelle in Lahr an der Kreuzung Deichstraße-Wertstraße. Am Samstag wird die Fahrbahn wieder vollständig befahrbar sein. Bis dahin ist eine Ausfahrt von der Wert in die Deichstraße nicht mehr möglich. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und angenehme Fahrt.